So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Plague Tale: Requiem. Wir befinden uns aktuell im sechsten Kapitel und die letzte Folge hat wieder sehr schön angefangen und ich habe wirklich gedacht, auch jetzt kriegen wir vielleicht mal ein entspanntes Kapitel und die Stimmung ist dann wieder in den ersten 15 Minuten umgeschlagen und ja, die Wachen bzw. das Biest ist uns auf den Fersen, denn wir haben in der Roten Stadt sehr viele Soldaten getötet, wo ich mir denke, ja, die Soldaten oder der Wolf, dachte ich. Ich glaube, der Wolf stand dahinter, hat ja ganze Viertel abgeriegelt und die Ratten dort sich ausbreiten lassen, beziehungsweise hat einfach die Armen den Ratten geopfert. Und die wollten das ja auch bei den anderen Vierteln machen. Wenn ich mir überlege, wenn man da einfach mal das Verhältnis nimmt, die Leute, die wir getötet haben, die ja eigentlich genau die Sache getan haben, haben die ja nur Karma bekommen. Und viele unschuldige Menschen wurden durch die Hände der Soldaten getötet oder geopfert, beziehungsweise in Stich gelassen. Von daher, ja, also hätte ich jetzt nicht unbedingt so ein schlechtes Gewissen. Du schaffst das Aber schon. Bald sind wir da auf bin dem ich Meer. schon. Ja, bald. Oh, wir haben kein Messer, ne? Doch, wir haben Messer. Was haben wir denn hier? Eine Werkbank. Ein Zwergbank. Ändern wir ein paar Sachen. Armbrust. Deutlich schneller nachladen, ja. Ich denke, das ist schon wichtig. Das sollte die Sache erleichtern. Ach, ohne Rüstung tötet. Ja, okay. Naja. Man kann ja den Riegel. Also, warte mal. Eigentlich muss ich, na egal. Eigentlich muss ich nur den Riegel öffnen, aber nun gut. So, Kollegen des Gesangsvereins. Es stinkt so sehr. Lauter Tote. Ja. Nein, nein, stirb nicht. Mir ist schwindelig. Nein, nicht einschlafen. Bitte, wach auf. Bitte. Was? Oh nein. Nein, nein, sie kommen. Amicia, beweg dich. Amicia. Oh nein. Wach auf. Ah, sie sind hier, Amicia. Du musst aufwachen. Schenk. Oh nein, Soldaten. Nein, nein. Amicia, wach auf! Sie sind auch hier! Nein, sie sehen uns! Was soll ich tun? Ah, Amicia! Ah! Ah! Okay, warte. Hier. Nee. Hallo! Na, Fütterungszeit! Was? War das echt? Oh, du bist zurück. Geht's dir gut? Was ist passiert? Höre ich da Ratten? Keine Sorge, sie helfen uns. Was? Es ist auch bekannt, dachte ich. Soldaten, ich kann nicht. Ruh dich aus. Ich mach das. Wie? Ich zeig's dir. Put.
Was ist los? Antworte mir. Bist du das? So. Geschafft. Was war das? Hast du wirklich... Ja. Ja. Hat er. Kannst du aufstehen? Ich muss... Nett. Ruhig. Los. Gehen wir. Hast du sie wirklich beherrscht? Ja. Ich darf sie benutzen. Na gut. Gehen wir erstmal weiter. Das ist extrem cool. Achso. So. Also. Könnt ihr bitte mal in die Richtung oder hier, guck mal. Oh nee. Tut mir leid, ne? Wir haben uns geholfen, ne? Und dann muss ich hier einfach dann... Oh. Oh. Na, ja, boah, hätte ich auch... Ist ja logisch, dass sie dann stirbt. Aber ich dachte mir so... Vielleicht... Vielleicht doch nicht. So. Das war her. So. Die müssen ja dann eigentlich sterben, oder? So. Da kann ich das mir... Oder? Wie? Oh Gottes Willen. Oh, guck. In meinem Kopf hören. Ja. Hast du sie wie früher kontrolliert? Nicht wie früher. Dieses Mal war ich in ihren Köpfen. Sei vorsichtig. Sie dürfen dich nicht beherrschen. Die Makula will dich einnehmen, deine Emotionen aussaugen. Ja. Du musst sehr vorsichtig sein. Bin ich. Okay, dann mache ich wahrscheinlich gleich noch einmal. Oh Gottes Willen. Haben die wirklich alle, ne? Ist schon heftig. Ach, hier kam es dann raus. Ja, okay. Oh Gottes Willen. Wenn die Menschen wüssten, was für Daten vorgehabt hätten. Boah. Schau mal hier. Und für Alkohol. Du hast nichts mehr von denen übrig. Ach, guck. Ist das krass krank. Muss mich schneller bewegen. Ja, das hält dich warm. Oh! Ja, kein Arm mehr. Na, gar keine Arme.
Achso, jetzt die Frage. So. Ein Stück Stoff, der ist neu. Wo? Der? Achso, ja. Ich hoffe, wir kommen dann auch wieder raus. Dein Verband ist schmutzig. Wechseln wir ihn. Wir könnten die hier verwenden. Sie sind sauber. So. Ja. So. Damit fühlst du dich besser. Hoffentlich. Welchen? Ist mir den da. Nicht bewegen. Entschuldige. Fertig. Danke. Ich hoffe, das hilft. Neue Erinnerung, welche Farbe. Ach, das ist so schön. Genau, von hier kamen wir. Oh nein. Dieser Ort ist so groß. Ja. Wie sollen wir? Wir schaffen das. Stirb bitte nicht, Amicia. Da verstecken sich Ratten in den Becken. Mhm. Vielleicht kannst du sie rauslocken. Aber wie? Wie ist die Frage? Fehler wie ich. Das ist alles. Drecksratten. Jetzt hast du Angst. Was? Ganz ruhig. Konzentrier dich. Na, die Frage, tun wir uns das auch? Die Ratten immer noch angreifen lassen. Ja, stimmt. Okay, warte mal. Nie zu viele. Wenn er wieder läuft, ne? Wir haben Besuch! Augen auf! Hä, es sind doch nur die Ratten! Es waren doch nur die Ratten! So. Kann es denn so viele Ratten geben? Wollt ihr euch verstecken? Nicht hierher, nicht hierher. Das ist da oben. Ah, wie machen wir das am besten? Dort hinten, okay.
Was? Nee, nee. Was ist los? Hey. Wir haben niemanden mehr, okay. Das sind die Ratten. Oh, die sind so doof, ne? Die sind alle so doof, dass sie nicht wissen, dass die Ratten dafür verantwortlich sind. Ich weiß auf jeden Fall nicht. Haben wir denn sonst hier noch irgendwie? Die Ratten rufen. Sie mögen es, wenn ich sie benutze. Genau deswegen musst du aufpassen. Da oben haben wir einen. Das ist immer noch da oben. Okay, dann gehen wir wieder runter. Nee, gut. Hat sich gerade so angehört, als wäre jemand dort. Geht nicht. Die Arbeiter sind alle tot. Das warst nicht du. Ich weiß, aber es hört nie auf. Dann müssen wir noch mal kurz gucken. Okay, der hat... Wo muss ich denn hin? Ich muss hier hoch, oder? Wenn er dann runterläuft, können wir ja dann hochlaufen, ne? Sucht nach Eindringlingen! Sagt Bescheid, wenn ihr was seht! Wir sind da! Endlich! Ja, in Sicherheit! Hier noch irgendwas? Nein, okay. Schnell, 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 schnell! Ach, wieder ein Abschnitt geschafft. Wirklich geschafft. Und? Hier seid ihr. Oh fuck, Alter. Oh nee. Widerstand bezahlen. Spürt den Biss des Biestes. Was machen wir denn? Nein. Ihr sitzt in der Falle. Ihr gehört mir. Amicia, deine Wunde. Mir egal. Ich beende es. Das Kind knöpfe ich mir auch vor. Wir haben hier schon genug Unkraut. Bleib bei mir, Hugo. Amicia, sein Rücken. Ja, ich sehe es. Fuck, okay. Habe ich geschafft. Gut, nein, ach. Ah, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich muss Zeit gewinnen. Ich töte euch alle, wenn ich muss. Hier, alle zu mir. Sie haben uns erwischt. Warte mal. Weg von uns. Jetzt nicht zusammenbrechen. Nein, achte. Oh nein, wow. Fuck, Alter. Ah, da habe ich ja gerade gar keinen Bock. Oh nein. Ah. Ich erteile dir den letzten. Ah. Dann. Oh,
das wird jetzt richtig ekelhaft. Das wird richtig eklig. Ich hab grad. Boah, darauf habe ich ja gar keine Lust, ne? Hier seid ihr! Ihr werdet hier für euren Widerstand bezahlen! Spürt den Biss des Biests! Ah! Was? Nein! Amicia, sein Rücken! Ihr sitzt in der Falle! Ja! Ich sehe es! Nee, Amicia, warte, jetzt nicht! Oh. Das war's schon. Amicia, alles in Ordnung? Okay, das ging ja schnell. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Gehen wir. Okay. Amicia! Amicia! Oh nein! Es blutet so sehr. Da, da sind sie. Sie kam. Ich kann nicht. Du musst dich allein drum kümmern. Ganz sicher? Tu es schnell. Geht weg, das Reich. Beherrsch dich, Hugo. Hä? Das ist dein Ende. Was war das denn jetzt? Sonst töte ich euch alle. Ich hab's schon mal getan. Was machen die Ratten hier? Tötet sie. Wahrt eure Ehre. Die Ratten. So. Sie beschützen sie. Der Junge muss sie kontrollieren. Ich bin kein Monster. Ihr seid ein Monster. Oh. Ihr seid alle gleich. Ja. Ich habe es satt. Ich habe euch gehört, ihr kommt ruhig. Sie werden euch auffressen. Put. Wir müssen ihn aufhalten. Mehr Männer. Her damit. Ich fresse euch alle auf. Oh, hör damit auf, Hugo. Nein. Nein! Oh, ja. Ja, weil. Oh, weil die Ratten dann immer einfach runterlaufen. Na, ist das toll. Amicia. So. Hugo! Das ist dein Ende! Aufhören! Sonst töte ich euch alle! Ich hab's schon mal getan! Tötet sie! Wahrt eure Ehre! Die Ratten! Sie beschützen sie! Der Junge muss sie kontrollieren! Tötet sie! Ich bin kein Monster! Ja. Gottes Willen. Und dann rechts, ne? Ja, kommt er von rechts. Gehen wir zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Mehr Männer! Her damit! Ich fresse euch alle auf! Hör damit auf, Hugo! Das geht so weit! Ja, finde ich absolut in Ordnung. Schaffe das!
Ich schubse dich. Mach dich bereit. Amicia, komm. Ich kann nicht. Bitte. Ich kann nicht. Amicia, schnell. Ich kann nicht. Amicia, bitte komm. Bitte, Amicia. Kapitel 7. Verbrecher. Du bist wach. Er hat dich gerettet. Er sagt, er bringt uns zur Insel. Er weiß, wo sie ist und sie heißt Lacuna. Warte. Er besorgt uns ein Boot. Was? Nein. Amicia. Zu Hause hatten wir einen Hund, aber ich habe ihn nicht oft gesehen. Weil du nicht rauskonntest? Ja. Ich stellte mir vor, wie wir spielen. Ah, verstehe. Wir sind da. Wo ist das Boot? Wo ist es? Ich hoffe, es ist groß. Es ist nicht weit. Ich lasse die Pferde frei. Den Rest des Weges gehen wir zu Fuß. Möwen! Darf ich das ansehen? Bitte. Hab noch etwas Geduld. Gut. Das wird schon. Hoffentlich. Lass Luft dran. Das scheint aber gut. Das wird noch eine Weile wehtun. Atme und bleib ruhig. Lass mich doch bloß in Ruhe. Hör doch auf, so tapfer zu tun. Du könntest noch was lernen. Gut. Wieso bist du zurückgekommen? Und hast mich nicht sterben lassen? Sag mir, wieso sollte ich dir trauen? Ich könnte dich doch den Ratten einfach zum Fraß vorwerfen. Der Graf führt Krieg gegen uns. Den Abschaum der Provence. Die meisten meiner Männer, meiner Freunde, wurden getötet. Oder sie flohen. Irgendwann werden sie auch mich erwischen. Du bist also auf der Flucht? Ja. Sieht schlecht aus, aber du hast was Besonderes. Ratten. Für einen gesuchten Mann der sicherste Weg aus der Misere. Ich weiß, wo eure Insel liegt. Ihr müsst mich nur am Leben halten, bis wir sie erreichen. Amicia, schnell! Das musst du sehen! Ich komme! Spiel bloß keine Spielchen. Das hier erinnert mich daran, dass ich dich töten sollte. Ach so! Ach so, er. Er war das. Ich dachte, das Biest war das. Riechst du das nicht? Ich rieche Pferde und. Stink ich so? Nein, es riecht nach Seetang. Na komm. Warte, wir müssen reden. Nicht jetzt, das Meer ist gleich durch. Hugo, es ist wichtig. Ah, ich weiß auch nicht so recht, ob wir ihm vertrauen sollen. Aber ich dachte, Anno unterstand dem Grafen. Oder habe ich da wieder was verhauen? Komm mit, Amicia. Ich muss dir was zeigen. Aber ich würde mich auf ihn erstmal einlassen. Wow, Gertje, oh. Das ist ein Überfall. Du hast ihm aber nicht von deinem Traum und allem anderen erzählt. Hugo, komm zurück.
Ich will nicht spielen. Und ich rede nicht mit Angsthasen. Ist es nicht so schwer, mal nett zu sein, du kleines... Oh. Immerhin siehst du besser aus. Boah, sieht das schön aus. Amicia, wir sind da. Hugo, du sagst gar nichts. Los jetzt, wir sind nicht wegen der Aussicht hier. Sag mir zuerst, wohin wir gehen. Zu einem Boot. Ich kenne da jemanden. Wen? Eine Schmugglerin. Sie hat ein schnelles, leises Boot. Wie schön. Mehr Verbrecher. Ja, so sieht's aus. Und du solltest dich schnell daran gewöhnen. Du wirst nach Lacuna, nach all dem Scheiß, den du gemacht hast, dann auf dem Boot oder du schwimmst. Ich will unbedingt auf das Boot. Ah, hörst du das? Das ist die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung. Und wie rennen, wie er rennen kann. Wusste ich. Ah, viel zu hoch. Spring, ich fang dich. Oh. Hey, pass auf! Na gut. Warte mal auf mich. Na, ich denke, wir sind jetzt das dritte Rad am Wagen. Ach, nee, das fünfte Rad am Wagen. Ich liebe Essen. Hey, schau mal, da unten. Mach doch mal langsamer. Der hier rennt so. Hey, kurzer, langsam. Wir haben Verletzte. Wie rücksichtsvoll. Das erinnert mich schon ein bisschen an den Strand. Ist das eine Vogelarmee? Was ist das denn? Ist es ein Wal? Ich finde, du solltest zum Angriff blasen. Darf ich, Amicia? Wenn du willst, aber bleib in der Nähe. Na los, Soldat. Angriff! Angriff! Wenn wir mehr Leute wie ihn hätten, hätten wir die Engländer schon längst vertrieben. Was weißt du schon vom Krieg? Ich war damals ein Ritter in Guyenne. Oh, wir sind aus Guyenne. Schade drum. Ja, war's. Hey, hast du meinen Angriff gesehen? Ja, die kommen nicht so schnell zurück. Ich könnte Soldat werden. Ohne Zweifel. Oh, auf gar keinen Fall. Irgendwann ist es eine eigene Entscheidung. Ha, das werden wir sehen. Auch nichts mehr. Ich kann den Sand fühlen. Unter meinen Füßen. Ich habe letztens geträumt, dass ich im Süden Urlaub mache. Das war schön. Umso schlimmer war es dann, als ich aufgewacht bin. Oh. Eine Hütte. Oh nein. Warum liegt da ein Fisch? Sieht ruhig aus. Wohnt hier jemand? Glaube ich nicht. Ich würde hier gern wohnen. Gleich am Meer. Oh. Oh. Ist gerade ein bisschen aufgegangen. Warte mal, müssen. Wir müssen anscheinend da hoch. Okay. Ach, da wären wir. Sag mir nicht, dass das dein Boot ist. Nein, nee, warte mal. Aber es bringt uns hin. Siehst du die Stange? Da ist ein Seil dran. Du ziehst und ich schiebe das Boot auf meiner Seite ab. Ja, ja. Kriegst du das hin? Ich weiß nicht. Ich bin zerbrechlich. Ha, sag, wenn du bereit bist. Warte mal. Okay, dann gehen wir ganz schnell hier hoch. Hey, sieh mal. Sind das Fische? Ja. Sicher von einem Seevogel. Einer Möwe. Achso, nee, Federn. Ja. Fische und Federn kann man schon mal verwechseln. Jetzt gehört sie dir. Hier. Ich liebe Möwen. Du liebst Möwen? Gut, zur damaligen Zeit waren sie wahrscheinlich auch noch, ich sag mal, liebenswertig, ne? Was? Siehst du, du wirst selbst zu einer. Los, gehen wir zurück. Ah, ich weiß nicht, ob wir ihnen trauen können. Ich meine, er ist ja nett, ne? Aber es hat die Frage, ob er uns nur aus ist, ob er vielleicht auch irgendwie eine geheime Mission hat, so bringen die Kinder dorthin und dann wirst du nicht hingerichtet. Ich helfe dir, Amicia. Gut, weiter so. Anno! Was? Zurück! Was zur Hölle? Ah! Oh, Scheiße! Die mögen dich anscheinend.
Ihr hättet mich fast erwischt. Ihr ja. seid so krank. Ach, komm. Na gut. Wir bahnen dir einen Weg. Soll ich sie kontrollieren? Das ging letztes Mal schief. Aber jetzt? Jetzt schaffe ich das. Ja, versuchen wir es. Sei vorsichtig, ja? Ja. Die gehorchen dir wirklich. Wie? Fertig. Dann gehen wir. Sie folgen uns doch nicht, oder? Keine Ahnung. Wie appetitlich fühlst du dich? Verfressene Biester. Nichts für ungut, Kurzer. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Ja, was machen wir denn jetzt? Ach, wir müssen das ja weitermachen, oder? Oder nicht? Was müssen wir denn jetzt hier machen? Arno, sag doch mal was. Zu viele Ratten, Amicia. Ja. Hallo? Was muss ich denn jetzt machen? Arno, hilf mir doch mal. Ja. Was müssen wir machen? Was müssen wir tun? Wir haben die Ratten jetzt verscheucht. Und nun? Oh no. Red doch mal mit uns. Wir müssen doch das Boot jetzt dorthin. Ach so, hätten wir das mit den Ratten? Oh, warte mal. Es sind zu viele. Es sind zu viele. Warte mal. Ja. Nee. Amicia. Das ist normal bei uns, Arno. Warte mal. Obwohl, verdammt. Warte mal, kriege ich das jetzt? So. Ne, das haben wir. Okay. Wir nennen sie Lachmöwen hier. Was? Siehst du, du wirst selbst zu einer. Los, gehen wir zurück. So. Oder? So, ne? Müssen wir vielleicht mit den Ratten das Boot anschieben? Ich helfe dir, Amicia. Gut, weiter so. Arno! Was? Zurück! Was zur Hölle? Oh, Scheiße! Scheiße! Die mögen dich anscheinend. Sei vorsichtig, ja? Ja. Ihr seid oder? So, die gehorchen dir wirklich. Wie machst du das bitte? Wo hast du das gelernt? Geht das? Psst. Okay. Haben wir hier? So, müssen wir dann hier rein? Konzentrier dich! Achso. Folgen uns doch nicht, oder? Ach so. Keine Ahnung. Wie appetitlich fühlst du dich?
verfressene Biester. Nichts für ungut, Kurzer. Hier geht's zu deinen Schmugglern? Ja, ist eine Abkürzung. Weißt du, dass Ratten in deiner Abkürzung sind? Ja, also auch weniger Soldaten. Und wir haben doch den Jungen. Gott, das gefällt mir nicht. Dido. Was? Das sind Millionen? Tja, Pech. Wir gehen trotzdem rüber. Ja. Klasse. Hab keine Angst. Wirklich? Hey, Kurzer, die gehorchen dir. Schick sie alle ins Meer. Ich kann immer nur ein paar kontrollieren. Na toll. Ja, besser ist gar keine. Gut, aber ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns den Weg hier durchbahnen zu den Schmugglern. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir ihm im Endeffekt doch trauen können oder ob ja dann das böse Erwachen noch kommt. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.